Calva steht für ansprechendes Design, Kreativität, Qualität, Fachkompetenz, Persönlichkeit, dialogisches Arbeiten, familiäre Atmosphäre, Kommunikation, Stil und eine gute journalistische Ausbildung. Also ich bin eigentlich vom Start bis zum Ende deines Heftes dabei. Also ich recherchiere Themen, ich beauftrage Autoren, begleite dann die Texte in der Mache. Das Coolste, was ich gemacht habe, ist, dass ich eine eigene Ausgabe verantwortet habe. Also ich habe mir überlegt, was das Heftthema ist. Ich habe den großen Aufmacherartikel geschrieben, der dann im Heft über 10 Seiten gedruckt wurde. Das war Wahnsinn. Ja, das fand ich ziemlich gut, dass mir das hier zugetraut wird auch. Ich gehe mit meinen Texten, die ich schreibe, am liebsten zu einer Redakteurin, die schon sehr, sehr lange im Team ist. Mit ihr spreche ich eigentlich am liebsten über meine Texte, weil sie einfach einen guten Blick hat und sie weiß, was die Leser wollen. Ich bin aber auch für die Online-Kanäle zuständig, für die Websites, für Facebook, für Newsletter. Und zwar nicht nur darin, die Beiträge zu schreiben, sondern tatsächlich auch in der Auswertung, in der Strategie. Ich führe Kundengespräche, ich plane Veranstaltungen. Wenn man mit Calva zusammenarbeitet, dann kommt was Gutes bei rum. Ich habe Architektur studiert. Ich wollte aber nicht planerisch tätig sein, sondern Hefte erstellen. Ich wollte gerne das, was ich sehe, weitergeben. Dass mich der Baumeister auch schon während des Studiums begleitet hat. Das ist mein absoluter Favorit, war ein Heft. Und dass es mein Traum war, in der Redaktion zu arbeiten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns an volontaire@calva.de.